Hallo Leute, willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. In der letzten Folge ein paar, naja, debattierbare Entscheidungen erlebt haben und gefällt haben. Bezüglich debattierbarer Entscheidungen will ich hier auch nochmal dieses Haus besuchen. Das ist das Haus von dem Ehemann von der Frau, die wir geholfen haben. Und ja, keine Lüge, hier hat irgendjemand was angerichtet. Ja, gut. So viel dazu. An aktiven Aufgaben haben wir zurzeit, dass wir Zoras Apfelschimmel satteln sollen und an einem Rennen teilnehmen sollen. Ich weiß ja nicht, wie das ausgehen wird, aber wir probieren es einfach jetzt mal aus. Wir sind ja eh gerade hier noch in der Nähe von Neuhof. Dann machen wir das mal eben. Möglicherweise noch eben schnell. Der Typ hier mitten auf der Straße. Ach, ist wahrscheinlich Wachen. Mittlerweile gibt es anscheinend wieder Wachen in Neuhof. Das ist gut. Wird das Gestüt vielleicht nicht wieder überfallen? Ne? So. Jedenfalls, so, wir sollten Zoras Apfelschimmel satteln. Wo ist denn das gut? Ah ja. Na gut, dann satteln wir mal Zoras Apfelschimmel. Ich schätze, jetzt sollen wir damit nach Thalberg reiten, ja? Okay. Dann machen wir das mal. Da sind also wahrscheinlich nachts. Ich glaube ja nicht, dass dieses Rennen bei Nacht stattfinden wird. Aber ich lass mich gern überraschen. So, schauen wir mal. Müssten wir demnächst mal wieder was essen. So. Ja. So, bringen wir mal hier Der rein. hier ist vom Neuhofer Gestüt. Gib bitte gut auf ihn acht. Haben wir, mit wem ich gerade geredet habe? Ich würde aber vorschlagen, dass, weil es jetzt schon so spät ist, dass wir jetzt eben uns irgendwo was zum Übernachten suchen. Vorher können wir nochmal kurz in die Küche hier rein spazieren. Und eben einen kleinen Happen essen. Essen hätte die Frau dann noch vor uns, vor unseren Augen umrührt. Moment, tut mir leid, gute Frau, ich habe gerade keine Zeit. Drum, drum, drum. So. Hallo Heinrich. Ja. So, wir hatten ja noch ein Bett schon vor einiger Zeit zur Verfügung gestellt bekommen. Ich würde sagen, dann machen wir das jetzt mal und dann können wir das Rennen am Morgen stattfinden lassen. Ich hoffe mal nicht, dass ich die Aufgabe jetzt abgebrochen wird, wenn ich das nicht direkt mache. Ich habe halt keine Lust, dass das irgendwie anfängt und dann wird es auf einmal Nacht. Ja, also da habe ich im Moment keinen besonders großen Spaß drauf. Deswegen, über die Sammelte. Deswegen Schuhe aus. Wo sind die Schuhe? Nee. So. Es ist möglich, dass ich auch noch Bücher habe. Ich bezweifle es, aber wir werden jetzt einfach erstmal. So, bis Mitternacht danach hätten wir Zeit, aber wir schlafen mal bis schon durch. 11 Stunden. Dann kann ich mal richtig ausschlafen. Sonst hätten wir, glaube ich, nichts mehr in der Gegend zu tun. Sonst hätte ich mir sonst hätten vielleicht nur eben schnell was anderes machen können, aber ich glaube, da war nichts. So. Guck mal. So, dann jetzt zu. Wisch. So, hier eine Etage über uns sein.
Der verschlossenen Türen. Hm. Ist ja noch eine Etage weiter oben. Probieren wir es mal eine Etage weiter oben, aber passt so aus, dass dahinter verschlossenen Tür da ist. Ne, hier ist die Quelle. Tja, bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als noch ein paar Stunden zu warten, bis der feine Herr mal aufsteht. Entschuldigung, warten Sie, Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Mein Herr, ich bringe Grüße von Smils Witwe Sora vom Gestüt in Neuhof. Sora. Arme Frau. Ihren Mann auf so eine Art und Weise zu verlieren. Was kann ich für Sie tun? Sie entsendet ihre besten Grüße und fragt, wenn du erlaubst, warum du in Neuhof keine Pferde mehr kaufst. Ich kaufe meine Pferde jetzt in Uschitze. Nichts gegen Sora und ihre Leute. Aber es ist offenkundig, dass sich das Gestüt nach der Tragödie nicht mehr erholen wird. Ich bin nicht geneigt, meine Rösser von einem Gestüt zu beziehen, das von einer Frau geleitet wird. Gewiss verstehst du das. Die Stallmeisterei ist Männersache. Oh Mann. Oh. Das war letztens leicht sexistisch. Ja, dann habe ich da mehrere Möglichkeiten. Irgendwie die arme Witwe scheint irgendwie das, also auf keinen Fall fehlschlägt sein. Ich sage mal, ihre Pferde, die sind voll toll. Die Pferde. Ihre Pferde. Es sind schöne, kräftige Tiere, mein Herr. Makellose Hufe, gute Zähne, saubere Ohren. Aus Uschitze bekommst du bestimmt keine besseren Pferde. Du scheinst eine Menge über Pferde zu wissen. Wenn du wahr sprichst, habe ich vielleicht eine Idee. Wir veranstalten ein Pferderennen. Und wessen Pferd besser abschneidet, von dem kaufe ich. Ich hoffe, du trägst die Farben Neuhofs. Sieht ganz so aus. Ich habe das Pferd schon ausgesucht. Ausgezeichnet. Berichte meinem Stallmeister davon. Indessen überbringe ich die Kunde an die Reiter anderer Ställe der Gegend. Das wird ein richtiges Ereignis. Okay, möglicherweise hätten wir das auch gestern Abend schon mit ihm besprechen können. Herr Meister! Wie geht es dir, Heinrich? Allmächtiger, ist dir etwas zugestoßen? Hat dir jemand deine feinen Kleider geraubt? Nee. Herr Divis schickt mich wegen des Rennens. Rennen? Ja. Ich soll dir ausrichten, dass er ein Pferderennen veranstalten will. Er selbst wird die anderen Reiter und Ställe benachrichtigen. Hm, wohl wahr. Die Tallenberger Strecke ist schon lange keiner mehr geritten. Die Leute brauchen etwas Aufmunterung. Aber was hast du damit zu tun? Sora schickt mich. Sie möchte erreichen, dass der hohe Herr die Pferde bei ihr kauft. Sora? Sie ist vom Neuhofer gestürzt, nicht wahr? Ja. Ich hoffe inständig, dass du für sie gewinnst. Nach all dem Pech verdient Sora etwas Glück. Kennst du eigentlich die Regeln? Nein. Nein. Wir erklären dir vor dem Start, wo die Pfähle stehen und in welcher Reihenfolge du sie erreichen musst. Es gibt keine feste Strecke. Du kannst deinen Weg selbst wählen. Dafür sollte man die Landschaft gut kennen. Du musst von jedem Pfahl ein Band erbeuten. Sobald du alle hast, reitest du zurück. Wenn du als Erster zurück bist, gewinnst du. Verstanden? Okay. Verstanden. Nun gut, aber so ein Ereignis braucht Zeit, bis es geplant ist. Bring den Apfelschimmel morgen Mittag zum Tor des Burgvorhofs. Dort ist der Start. Gut, danke. Oh, morgen Mittag, okay. Gut, dann habe ich jetzt völlig unsinnigerweise die Zeit vorgeschoben. Mach nix. Morgen Mittag, sagt er. Na gut. Ich will jetzt aber nicht stehen und noch einen weiteren Tag warten, bis dieses Ereignis stattfindet. Wir haben doch andere Sachen zu tun, glaube ich. Ja, oder? Was meinst du, Katanga? Wir haben noch andere Sachen zu tun. Würde ich auch sagen. Danke, Katanga, stimmt mir eindeutig zu.
So, wir haben nämlich noch in Ratei zwei Sachen zu erledigen. Zum einen sollen wir nach einem beraubten Mann suchen. Der Andreas, der ist hier Wirt in der Schenke zur Waldwiese. Er hat uns erzählt, dass irgendjemand in Scarlet, glaube ich, Leute ausgeraubt hat und irgendwie hier Leute was wissen könnten. Ja. Und ich muss jetzt noch ein paar Mal Leute in diesem Satz unterbringen, denn ja, weißt du, Leute sind Leute und Leute machen Leute. Nicht Kleider machen Leute, sondern Leute machen Leute. Ne? Das wissen die meisten nur nicht. So. Egal, jetzt gehen wir jetzt erstmal zurück nach Ratei. Suchen wir nach dem Mann. Außerdem sollte der Apotheker mittlerweile mal mit dem Lesen von dem Buch fertig sein. Ich weiß nicht, ob irgendwann Heinrich sich daran erinnert, dass er vielleicht mal mit dem reden sollte, aber ich würde das gerne irgendwann mal in Anspruch, in Angriff nehmen, da diese Geschichte weiter zu verfolgen mit dem ruhelosen Geist. Aber wenn nichts kommt, werde ich einfach mal selber bei dem Typen vorbeischauen und sagen: Hey, hallo, hast du das Buch schon gelesen, Mann? So. Ja, wie finden wir nur den Typen, der überfallen wurde? Wir natürlich einfach durch die Stadt laufen und wahllos irgendwelche Leute befragen. Na, ich meine, üblicherweise unter den ärmeren Leuten. Oh mein. Gütiger Gott, du siehst furchtbar. Weiß nicht, wieso alle Leute sagen, dass ich furchtbar aussehen würde. Ich könnte mich mal wieder waschen und so. Und der Gambeson müsste mal wieder repariert werden, aber sonst. Keine Ahnung, was die Leute alle wollen. Hey, du siehst furchtbar aus, Mann, was ist denn da los? Also, was ich eigentlich wollte. Ich glaube, wir brauchen noch Rüstungssets. Du hast wieder nur kleine, ne? Das bezahlt mich wieder dumm und dämlich. Und klick mich dumm und dämlich, aber, ne? Dat mut, dat mut. So. So. Rüstung, haben wir da auch noch was zu verklicken? Ich weiß nicht, ob wir die Kuman-Dinger hier noch brauchen. Eine gute Frage. Glaube schon. Ich glaube, das waren die speziellen Sachen, die wir von unseren Freunden hergestellt haben. Ich denke, wir brauchen die noch, deswegen werde ich die nicht verkaufen. So. Der hat bestimmt noch was, oder? Das meiste davon ist gestohlen. Egal, so. Kaufe ich mir das, verkaufe ich später. Ich wollte eigentlich nur hier Rüstungssets kaufen. Oh ne, das war gar nicht Rüstungsset, was ich brauche. Ich brauche das für. Oh, Schneider-Set. Ups, ich brauche Schneider-Sets. Na gut, dann kann ich die in meine Rüstungssets zum Pferd geben. Ups, so. Bleiben wir mal zu Fuß und fragen uns zu Fuß mal ein bisschen mal ein bisschen herum. So. Wer wurde denn wohl überfallen? Die gute Frau vielleicht was? Nicht? Ich wollte jetzt die Annahme machen, dass wenn jemand irgendwo überfallen wurde, dann hat der oder die wahrscheinlich nichts und Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Muss jetzt hier. Oh, okay. Ich suche nach Adam. Weißt du, wo er stecken könnte? Der junge Schankwirt? Entweder bei den Pferden oder in der Schenke. Beides liegt ihm wohl gleich am Herzen. Okay.
Welche Schenke? Und diese hier? Segne dich. Was kann ich für dich tun? Du bist allein nach Scarlets gegangen, stimmt's? Dafür braucht man Eier. Nicht wirklich. Hat gedauert, bis ich den Mut aufgebracht habe. Dann warst du vernünftiger als ich. Ich bin gleich zurück und wäre fast draufgegangen. Hab davon gehört. Deshalb habe ich ja so lange gezögert. Und wie lief's? Gefunden, wonach du gesucht hast? Da gab es nichts mehr zu holen. Ein anderer war schneller. Und ich habe den diebischen Hunsfort nicht zu packen gekriegt. Ein Dieb? Ein zwielichtiger Bursche. Das ganze Gesicht voller Ruß. Kam aus dem Keller wie der Blitz, als ich auftauchte. Und hat sich mit der Beute verpisst. Hab mich so erschrocken, dass ich nicht mal dran gedacht habe, ihm nachzusetzen. Der hat alles mitgehen lassen. Sogar unseren neuen Kessel. Okay, wie sah der Typ aus? Wie sah er denn aus? Ich konnte nicht viel erkennen. Er war voller Ruß. Und sein Beutesack war so voll, dass er den Kessel außen festbinden musste. Der glänzte. Ein verrußter Kerl, ein Sack und ein glänzender Kessel. Er könnte sich natürlich waschen und den Sack wegwerfen. Vielleicht war es der Teufel. Oder ein Köhler. Es könnte tatsächlich ein Köhler gewesen sein. Der Sack sah durchaus danach aus. Und in der Gegend um Rovna gibt's eine Menge von denen. Er hätte es dann nicht weit gehabt. Okay. Was hat er noch aus eurem Haus gestohlen? Vater hat mir eingebläut, nie darüber zu reden. Das kann dir doch jetzt egal sein. Dort gibt es sowieso nichts mehr zu holen. Wohl wahr. Vater hatte Geld und Wertsachen im Haus versteckt. Da war dieses juwelenverzierte Kreuz, das als Mitgift für Bianca gedacht war. Oh. Wie sah das Kreuz denn aus? Warum fragst du? Naja, wenn ich es irgendwo sehe. Was? Du willst danach suchen? Wie gesagt, wenn ich es irgendwo sehe oder davon höre. Wer weiß. Ich wäre dir sehr dankbar. Mir ist nichts geblieben. Aber mit dem Kreuz hätte ich ein Erinnerungsstück an meine Familie. Es ist aus Silber mit einem herzförmigen Rubin in der Mitte. Und es hängt an einer roten Kordel. Moment mal. Ist es zufällig das hier? Ja. Wo hast du es gefunden, Heinrich? Weiß ich gar nicht so genau. Hab's einfach gefunden. Natürlich. Natürlich. Also, ich würde dir gern was dafür geben. Aber ich hab nichts. Bitte, es gehört dir. Schon gut. Es gehört dir. Gern geschehen. Heinrich, du bist wahrlich ein Heiliger. Ich stehe in deiner Schuld. Wir waren Nachbarn. Sind es immer noch. Da müssen wir einander helfen. Wenn nicht wir, wer dann? Gott segne dich, Heinrich. Wirklich. Außerdem hätte ich möglicherweise Bianca geheiratet. Also ich mit meiner Heinrich hätte möglicherweise irgendwann mal geplant gehabt, Bianca zu heiraten. Ne? Das ist vielleicht auch ein Teil des Grundes. Interessant, ich hatte dieses Familienkreuz. Ob ich dieses Familienkreuz gefunden? Keine Ahnung, ob ich das Familienkreuz gefunden habe, um ehrlich zu sein. Vor allem weiß ich nicht, warum ich das immer noch mit mir rumgeschleppt habe. Nein, ich hatte gerade auch gesagt, ich habe keine Ahnung, was das Familienkreuz war. War das damit im Keller bei Andreas? Da war auch irgendein Kreuz. War das Adamskreuz? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr. Egal. Wir gehen jetzt zum Apotheker. Dann hat Andreas aber einige Sachen zu erklären, warum er sagt, ja, da wurden Leute überfallen und so. Ich habe davon gehört und so. Ja, ich habe ihm dann die Sachen abgekauft und dieses Kreuz, habe ich keine Fragen gestellt, wo das herkommt und wo das sehr wertvoll aussah für so einen komischen Köhler. Ne, ich meine, ne? Er stellt heutzutage Fragen. Wo es natürlich erklärt, woher Andreas die Informationen hatte. Irgendwie konnte ich die Tür gerade nicht öffnen. Jetzt. Die Sachen, die in Benutzung sind, kann man die manchmal nicht öffnen. Hallo? Hast du es schon gelesen? Oh, Heinrich! Welch großartiges Buch. Ich habe gefunden, wonach wir suchen, aber es wird nicht leicht. Der Zauber muss am Grab der Person gesprochen werden, die Seele des Mannes davon abhält, Frieden zu finden. Und dabei muss etwas aus seinem Haus verbrannt werden. Ach, natürlich. Warum ist es nie etwas Einfaches? Sich mit den Toten abzugeben, ist eben eine komplexe Angelegenheit. Stell der Frau weitere Fragen. Sobald du weißt, was du wissen musst, hol etwas aus seinem Haus und finde das Grab der Person, die seine Seele davon abhält, Frieden zu finden. Dann komm zu mir zurück, damit wir den Geist gemeinsam verbannen können.
Jesus. Und ich dachte, die Lebenden seien kompliziert. Tja, sind beide kompliziert ein. So, wie sieht's denn hier aus? Hallo? Ich bräuchte Schneidersets. Ich nehme einfach zwei. Irgendwas zum Verkaufen? Nicht wirklich. Okay, dann einfach. Muss wahrscheinlich trotzdem das andere reparieren lassen. Moment. Was soll ich tun? So, den Gambeson. Okay, so, den Rest kann ich selber reparieren. Bin ja hier. Ne? Ich bin ja hier nicht jemand, der das nicht selber auch machen könnte. Aber der Gambeson geht immer so mega schnell kaputt. So. Zwei, was? Das ist nicht alphabetisch geordnet, sondern nach. Hä? Wait. Ja, weil ich für den gevierten Newpons operieren muss ich 150 bezahlen. Aber für das Geld kann ich mir auch schon ein Reparaturset kaufen und da kann ich glaube ich noch ein bisschen mehr mit reparieren als nur das eine. Ja, so. Na gut. Dann sind wir glaube ich hier in Ratai erstmal wieder fertig. Aber müssen jetzt nach, wie hieß das, Scuff? Ledetschko zurück. Mit der Frau wieder reden. Und dann suchen wir noch nach Köhler in der Gegend von Rofnah. Da waren wir, war das nicht die Köhler, wo wir schon mal waren und hier den komischen deutschen Ritter, also den bayerischen Ritter gefunden haben? Was nicht da genau an der Stelle? Ich weiß es nicht. Egal, ist jetzt auch real. So, gehen jetzt nach, Ledetschko und reden mit der Frau. Dann schauen wir mal, was passiert. Wir verwenden unsere Sachen das. Schon mal nicht so cool. Willkommen, Heinrich. Ja, Grüße. Können wir uns vielleicht. Ich war beim Apotheker. Bin unterhalten. Ich glaube, die Heimsuchung ist eine schlimme Sache. Erzähl mir was ich noch nicht weiß. Letzte Nacht konnte ich gar nicht schlafen. Ich lag im Bett und wartete auf seine Ankunft. Ist er denn erschienen? Und ist er aufgetaucht? Lange Zeit ist gar nichts passiert. Aber am Morgen wurde der Raum plötzlich kalt wie ein Grab. Mein armes Herz hörte fast auf zu schlagen, als ich eine Stimme hörte, die meinen Namen rief. Ich fiel auf die Knie und bat die heilige Maria um Beistand. Wann hört das endlich auf? Du musst dich beeilen. Wenn das so weitergeht, werde ich noch verrückt. Um ihn loszuwerden, müssen wir am Grab der Person einen Zauber wirken, die ihn davon abhält, in Frieden zu ruhen. Aber wer mag diese Person sein? Du hast nicht zufällig schon eine Grabstelle für dich selbst bestimmt, oder? Nein. Heinrich, ich habe dir nicht alles gesagt. Ich bin nicht die, mit der er noch eine Rechnung offen hat. Wer dann? Du solltest mir die ganze Wahrheit erzählen. Alois hatte eine Frau. Sie hieß Lara und war ein wahrhaft zänkisches Weib. Von morgens bis abends keifte sie ihn an. Er hatte nicht einen Tag Freude mit ihr. Sie haben sich gezankt wie die Kesselflicker, bis Lara eines Tages eine Laterne nahm und das Haus niederbrannte. Alois war noch drin. Okay, erzähl weiter. Furchtbar. Erzähl weiter. Als Alois tot war, verlor Lara den Verstand. Tagelang irrte sie in den Wäldern von Talmberg umher, bis man eines Tages ihre Leiche fand. Ihr Haar war ausgerissen und das Gesicht von den eigenen Fingernägeln völlig zerkratzt. Sie begruben sie dort, wo sie gefunden wurde. Wo das war, weiß ich nicht. Ich höre mich um.
Für den Zauber muss ich etwas aus dem Haus beschaffen, in dem der Geist lebte. Wo wohnte Alois? Nördlich von hier, links ab, von der Straße aus Bedetschko. Aber dort gibt es nicht mehr viel außer Asche und Unkraut. Der Hof brannte ganz und gar nieder. Und Alois war noch drin. Boah, welch furchtbare Art zu sterben. Okay. Mehr muss ich nicht wissen. Ich werde jetzt losgehen. Dann müssen wir uns mal noch ein bisschen umfragen. Vielleicht weiß jemand von den Wachen, wo die Frau gefunden wurde und begraben wurde. Möge Gott dir Gesundheit bescheren. Wie kann ich helfen? Ich hörte, in den Wäldern soll irgendwo ein Grab sein. Weißt du, wo ich es finde? Du meinst das Grab der Verrückten? Die Leute sagen, ihr Geist wandle rastlos durch den Wald. Du findest ihr Grab, wenn du hoch in die Wälder und vom Fluss aus etwas nach rechts gehst. Ist bei Tag schon schwer zu finden. Bei Nacht verirrst du dich bestimmt. Danke. Ich werde es schon finden. Ich an deiner Stelle würde es sein lassen. Das ist kein guter Ort. So. Dann suchen wir mal nach dem Haus, was abgebrannt wurde. Und nach dem Grab. Ich glaube, das ist beides nicht weit weg, so wie sich das anhört. Aber wir sind ja schon fast aus dem Dorf raus. Ich glaube, hier hinten war irgendwie ein so abgebrannte Überreste von einer Hütte. Hier da. Und jetzt hier noch irgendwas. Alles hier ist völlig verbrannt. Wo soll ich etwas aus dem Besitz des Toten finden? Ich nehme einfach etwas verkohltes Holz. Das sollte ausreichen. Na gut. So, und jetzt zum Fluss ab rechts. Also irgendwie auf dem Hügel hier hinten. Lass uns mal auf die andere Flussseite rüber gehen. Kann da irgendwie den Hügel rauf wahrscheinlich, oder? Sein. Lass sie in Frieden ruhen, o Herr. Gut, dann kehren wir jetzt zum Apotheker zurück. Wir wissen ja jetzt, wo die ganzen Sachen sind und gehen wir mit ihm zusammen hierher. Dann sind wahrscheinlich wieder auch ein paar Stunden vergangen. Dann müssen wir wahrscheinlich langsam auf den Weg nach Thalenberg machen. Aber wir haben ja so ein Rennen angesetzt. Das wäre, glaube ich, ein bisschen unschön, wenn wir dann nicht auftauchen würden. Am nächsten Tag, so gegen Mittag, weißt du? Deswegen sollten wir das nicht vergessen. Und der Apotheker hat noch offen. Langsam schon spät für die meisten Geschäfte. So offen. Nicht schließen, nicht schließen! Aufmachen! Nicht schließen, nicht schließen! Ich habe alles, was wir brauchen. Ausgezeichnet. Wenn das so ist, bin ich bereit. Wir treffen uns nachts an der Kreuzung hinter Ledetschko. Ich werde dort sein. Okay, dann haben wir Bescheid gesagt. Okay, dann haben wir jetzt ein paar Stunden Zeit für irgendwas. Ist noch nicht ganz nachts. Ich glaube, dem Wirt Bescheid geben. Aber wieso sollen wir dem Wirt Bescheid geben? Bin nie sicher. Aber dass wir ein Kreuz zurückgemacht haben, was ich glaube ich bei ihm gefunden habe, gebe ich ihm bestimmt. Ein Geld? Mit Sicherheit nicht. So, ja, ich glaube nicht, dass wir jetzt hier irgendwas in der unmittelbaren Nähe haben.
weiß nicht, ob wir hier bis nach Rofna hochgehen könnten, das machen könnten, zurückgehen und dann wieder hoch. Reiten wir ein bisschen viel Querfeld ein, aber schauen wir mal. Also für den letzten Updates wurde die Schnellreise ein bisschen beschleunigt, ja, also dass das auch weniger Zeit verliert als glaube ich noch eine Ursprungsversion. Eine Ursprungsversion hat das auf jeden Fall nicht gereicht. Jetzt hier, na, jetzt hätten wir einfach hier warten können, 5 Stunden. Das wäre gut gewesen, egal, schauen wir, vielleicht kriegen wir noch was anderes dazwischen zwischendrin mit unter. Weiß nicht, ob die Köhler nachts überhaupt noch da sind. Oder sich nicht in irgendeiner Schenke begnügen. So, jetzt sind wir gerade mal in Mero jetzt. Ich glaube, wenn wir unsere Verabredung nachts einhalten wollen, müssten wir jetzt fast schon wieder aufbrechen. Ich meine, wir sind jetzt gerade hier und da würde ich eben gerade hier kurz die Straße. In die Straße finde. Huch. Straße. Eine Wiese. Doch noch hier oder nicht? Ich könnte einen Happen vertragen. Ist irgendwie noch Feuer? Er ist schon alt und verbeult. Was? Auf Essen. Und? Mein Wohl hatte er sich doch angeschaut und gesagt, nee, ist schon zu alt, Mann. Wie schon mit den Kühlern können wir jetzt nicht reden. Dann würde ich sagen, kehren wir doch. Müssen wir später nochmal hier zurückkehren. Ich glaube nicht, dass das hier das Lageruntersuchen besonders viel Erfolg hat, wenn die ganzen Köhler schlafen. Vielleicht können wir noch eben das in der Detschko rechtzeitig erwischen, bevor der Typ wieder nach Dings abreist. Nein, weiter, kein Wanderer. Das wird eng. Ganz eng. Ich glaube, ich hätte manuell reisen sollen. Also ist der Typ ist noch hier. Weise. Ah, da bist du ja. Komm mit.
Kennt er den Weg auch? So hier lang, dann hier hoch, mein Freund. Da ist einer der gemächlichen Sorte. Na gut. Wenn du anscheinend eh den Weg kennst, dann kann ich dir einfach hinterherlaufen. So. Nochmal, nachdem das geklärt ist, müssen wir glaube ich nochmal kurz ausruhen. Und dann nach Thalberg hochreisen und dann das Pferderennen. Schon schlimme Dinge über das Pferderennen gehört, von daher schauen wir mal, wie das wird. Hey, pass auf! Die Leute heutzutage. Kannst du einfach ein bisschen schneller gehen, mein Freund. Nicht so, dass ich von dir erwarte zu rennen, aber so ein bisschen schneller, weißt du? Gott sei mit dir, Heinrich. So, hier sind wir. Beginne mit dem Exorzismus, damit wir schlafen gehen können. Siana Kanpa. Sikia Kanpa. Galubara. Namtabara. Ashakbara. Gigimbara. Siana Kanpa, Sikia Kanpa, Galubara, Namta Bara. Ja. Was ist das? Mach weiter. Lass dich nicht unterbrechen. Ich denke, das reicht. Der Geist ist sicher schon gebannt. Lass uns hier verschwinden, bevor etwas Schlimmeres auftaucht. Geh morgen zur Frau und finde heraus, ob es geholfen hat. Ich gehe lieber. Danke für deine Hilfe. Bisschen leicht erschrockener Mann. Na gut, dann. Ich hatte mittlerweile das dauerhafte gekauft. Das heißt, ich muss jetzt nicht noch den Wirt aufsuchen oder sowas. Einfach hier einspazieren, schlafen legen, nächsten Morgen aufwachen, dann können wir die Frau fragen. Pass auf, wo du hingehst. Viel Glück und Gesundheit, Heinrich. Aber das war das immer. So, Affen. So. Wir müssen bis Mittag in Timelag sein. Danach müssen wir nur bis 8:30 schlafen. Das sollte eigentlich reichen, um damit nach Thalberg zu kommen. Wahrscheinlich können wir auf dem Weg dahin noch kurz bei Drahomira vorbeigehen und fragen, ob das mit dem Geistbann geklappt hat. Ich habe allerdings das Gefühl, dass es das nicht ist. Unser ganze okkulte Versuch einer Lösung überhaupt nicht geholfen hat. Sondern so was ganz Triviales ist. Vielleicht irgendwelche Nachbarskinder, die einen Scherz spielen, die
ihre Scherze mit ihr spielen und sowas. Das halte ich für deutlich wahrscheinlicher, als dass der Geist ihres Geliebten, der aber eine andere Frau hatte, nachts vorbeikommt. Ne? Aber, ne? So, gute Frau. Wir haben den Zauber an Laras Grab gewirkt. Es war wirklich gruselig. Maria, Mutter Gottes, und es hat nichts gebracht. Was? Willst du mir sagen, es war alles umsonst? Nur noch der Herr kann mich jetzt erretten. Ich brauche einen Pfarrer. Warum bist du nicht gleich zu ihm gegangen? Was soll er denn von mir denken? Um Geister kümmern sich schon immer die Kräuterfrauen. Aber nun bleibt mir keine Wahl. Frag ihn, was ich tun soll. Also gut, ich gehe hin. Aber das ist das letzte Mal, dass ich dir helfe. Hab Dank. Hier ein paar Groschen für deine bisherigen Dienste. Du bekommst mehr, wenn der Geist fort ist. Ich glaube, für Geld mache ich das nicht. So. Gut. Ich will mich jetzt mal nicht auf die Schnellreise verlassen, sondern wir müssen schon mal hier so ein bisschen den Wettbewerb üben. Deswegen, ne, Katanka, kannst schon mal hier ein bisschen schnell nach Thalmberg reiten üben. Gut. Weil ich glaube, das kann ich auch eben offscreen machen. Wir sehen uns dann Anfang der nächsten Folge, sehen wir uns in Thalmberg, irgendwie beim Start von dem Wettbewerb wieder oder sowas. Und dann reiten wir wie der Wind. Nicht auf Katanka, sondern auf dem Apfelschimmel, den uns, wie heißt sie, Sora gegeben hat oder so. Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.